Herzlich willkommen zu einer Folge hier in Thüringen. Heute ist meine zweite Aufnahme, die ich allein mache. Ich fahre ein bisschen Autolaufkurs ein und schaue auch nebenbei, dass wir auf Feldnummer 63, also bei der Wiese, noch ein bisschen Ballen pressen. Das läuft aber jetzt nebenbei, hoffe, dass es klappt. Ansonsten, wenn keine Fehlermeldung kommt oder keine 0 km/h, lassen wir so laufen. So, wir fahren hier auf der Ecke von, ja, weit außerhalb von meinem Hofprinzip, aber da wir immer wieder Missionen machen wollen, wäre es ganz gut, wenn wir die Strecken eingefahren haben. Also hier Richtung Feld 22, 20, dann nutzen wir halt aus und wir fahren hier mal lang. Ich hoffe, dass wir hier keine Sackgasse haben. Und dann müssen wir irgendwo mal wieder zurückfahren. Das wäre äußerst ungünstig. Hier ist ein Gewächshaus. Und da geht es, glaube ich, zu Ende. Dann fahren wir hier rechts. Zur Not müssen wir halt eine Strecke zurückfahren oder hier wenden. Mal sehen. Wo ich erstmal die Straßen oder die Wege einfahren möchte und später die einzelnen Objekte und Gebäude. Ja, aber hier ist es zu Ende. Dann fahren wir zurück oder wir mit löschen, ne? Wenden, wenn wir nicht können. Erstmal fahren wir zurück. Und fahren über den Hof. Löschen geht ziemlich einfach, man muss nur im Auto sitzen oder im Traktor oder im LKW und dann kann man die roten Punkte in den roten Punkten mal löschen. Geht relativ einfach und schnell. Ich sehe gerade, dass wir da gelöscht haben, dann können wir hier entsprechend weiterhin starten und zum links zum Objekt reinfahren und ein bisschen ausholen. Wenn wir daran denken, könnte auch ein LKW mal herfahren, ne? Sicher mit Wasser oder so. Jetzt werden wir ganz kurz diesen noch löschen. Dann fahren wir ein bisschen zurück, bis so ungefähr. Dann zeichnen wir wieder auf. Hier ein bisschen weiterfahren, als wenn wir zu kurz fahren und dann uns Probleme haben, ne? Wie gesagt, wenn man hier immer was machen möchte, kann man immer noch separat was anlegen. Ich glaube, hier kann man Setzlinge produzieren. Hier wird es ein bisschen kompliziert, nicht aber eng für zwei Fahrzeuge, aber ich denke mal, so oft fahren die keine zwei lang. Rechts geht auch die Karte zu Ende, also müssen wir links fahren. Und Möglichkeit auf der rechten Seite, aber dort nicht so dicht an den Bäumen. Ne? Also hier werden wir dann vielleicht den Kurs mal korrigieren müssen. Wir fahren hier mal rechts und erkunden mal die andere Gegend. Ne? Oder schließen das mal an. Jetzt fahren wir Richtung Feld 20, rechts von uns, Feld 20, das ist eine Wiese dem Augenblick. KI-Bauer machen das so frei, zügig. Ich guck mal ein bisschen die Sicht anders einstellen, ja, so dass ich ein bisschen vorausschauen sehen kann und nicht hier zu sehr von linken Seite fahren, ne? Falls sie doch mal zurückfahren müssen und dann wäre es besser, man ist auf der rechten Seite. So, hier mal gucken, da ist zu Ende, brauchen wir nicht reinfahren. Könnte man höchstens einen Punkt machen, wo man dann später mal hinfahren könnte, aber das kann man alles machen nachher bei Bedarf nachher. Weiter im Prinzip. Hauptsache, wir haben mal den Grundkurs da und dass man da überall lang fahren kann. Und bei Gelegenheit, wenn Felder Missionen kommen, dann werde ich sie anschließen oder mein Kollege Kamsai. Kann den Namen nicht aussprechen. So, geht's da Richtung ja, 17 ist rechts. Oben Richtung und Getreidehändler kommen raus. Was können wir ein bisschen Gas geben? Da ist der PKW gut, da sind wir schnell unterwegs.
Ja, hier rechts ist die Karte zu Ende. Ist ein bisschen schön getarnt, ne? So, jetzt kommen wir hier wieder beim Dings raus, Getreide AG. Und jetzt kommen wir zur Hauptstraße. Da werden wir auch nach links und rechts wieder anschließen. Einmal nach rechts, einmal nach links. Dann müssen wir rauffahren auf die Straße. Die Richtung weiß. So. Und dann fahren wir gleich zurück. Und schließt dann links an. Nach links, ne? Das macht er jetzt immer ganz schön automatisch. Hier muss man das manuell verbinden, den Punkt suchen und dann. Ich finde es gut. Ich finde das immer eine schöne Entwicklung, wenn sich viele konstant beim LS bleiben und dass ich dann Freizeit so schön gestalten kann. Ich kann sowas nicht. Aber es ist ein riesiges Dankeschön an alle, die das machen. Ob Cosplay oder Outdrive oder auch die Karte. Was wäre der LS ohne die Modder, ne? Ich sag mal, da wäre nichts, ne? Hier geht noch eine Straße rechts rein, glaube ich. Ne. Das sind die beiden Felder. Felder schließen wir mal an, wenn es soweit ist. Das glaube ich Feld 11. Wollte ich meinen Kollegen eine Mission machen? Naja, es ist schon sehr viel Arbeit. Also Mission, Aussaat bei dem großen Feld. Dazu gehört schon richtig viel Technik. So, muss ich mal kurz überlegen, ob ich hier alles angeschlossen habe. Links haben wir auch schon angeschlossen. Kann hier oben rausfahren, ne? Aber hier muss ich überlegen, was ist, ob das hier Sinn machen würde, hier auch noch rausfahren zu können. Dann muss ich mal schauen, wo es hier lang geht, ob es hier nicht zu eng ist. Hier ist glaube ich zu eng. Ja. Lassen wir die eine Richtung. Hier ist was. Das können wir auch noch mal machen. Hier können wir auch noch entsprechend rumfahren. Tastatur war ein schwierig mit dem Lenkrad. So. Rekorder, ja. Wenn wir ein Kurzbildding ausmachen, da können wir auch die Sicht verschieben. Ne? Wenn das Menü an ist, dann können wir das mit der Maus nicht ändern. Und mit ja, Kurse einfahren von der Fahrersicht aus ein bisschen ungünstig. So, hier mal gucken. Ist auch hier ein Kurs. Der geht nach. Das passt. So. Angeschlossen. Muss ich mal gucken, ob wir da anschließen können, ne? Mal gucken, eine Karte. So, hier oben waren wir überall. Denke ich mal, da oben bei der 1 haben wir nicht gewesen. Ich meine, hier werden sicherlich noch Straßen zu finden sein, die wir nicht waren. Hier sind wir gerade gefahren. Da ist auch hoch. Dann waren wir hier. Was machen wir da?
In der Ecke waren wir noch nicht. Hier 23, 20 haben wir auch. Da sind wir gefahren. Da sind wir nicht. Mal da mal schauen. Oder da. Ich denke mal, alle Wege werden wir nicht gleich finden und machen können, aber irgendwann nach und nach. Ja, mehr Wege wir angeschlossen haben, umso besser ist es. Hier geht nicht rechts ab. Das sah erst so aus. Hat aber schon gefahren. Okay. Dann fahren wir Richtung 19 vorbei. So, da. Die Richtung. Mal gucken wir da. Aber da müssen wir von hier kommen. Und wie gesagt, die Pfeile sind mir wichtig dabei, dass wir in der Fahrrichtung der Pfeile den Kurs fortsetzen. Sonst ist das, kann schwierig werden, ne? Um den Fehler herauszufinden aus dem Stegreif ist dann schwierig. Weil den Grund, warum, weshalb, das sieht man erst, wenn man da ist, ne? So. Aber ein bisschen nach links raus und dann rechts über. Mal sehen, wo wir hinkommen, ne? Weiß ich nicht genau. Offenbar keine Sackgasse. Hier ist eine Baumplantage. Kann man sicherlich auch noch gut hinfahren. Ja, Feld 20. Fahren wir nach rechts einmal, später mal nach links auch. Da ist ein Kurs. Da muss man gucken, wo es hingeht. Mit der Pfeile. Geht nach links. Ich hoffe, dass wir keine Sackgasse irgendwo haben. Eine Sackgasse wäre ganz ungünstig, weil dann, ja, dann führt es nirgendwo hin, ne? Aber gut. Wird schon schief gehen. Wenn die Straßen breit genug sind, kann man sicherlich auch zwei Kurse nebeneinander führen. Hier kann man auch so zwei machen, zur Not. Gegengesetzt. Im Normalfall sind ja nur zu zweit hier. Mit anfangs wird sicherlich nicht so viel fahren, aber später werden sicherlich ein paar mehr fahren. Fahrzeuge. So. So ein kleiner, schöner Feldweg. Oder Waldweg primär. So. Wo führst du uns hin? Richtung 17. Ach so. Nach links. Also näher. Das passt doch. Und die Straße wäre auch breit genug für beide Kurse, ne? Also würde auch zur Not so gehen. So, testen mal, ob wir Hof 3 kommen, ne? Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn er losfährt und sagt, er findet wohin, dann ist es eigentlich gut angeschlossen, ne? Hier kann man auch die Geschwindigkeit einstellen. PKW ist klar, sehr schnell, und wenn man Traktor hat, ist automatisch weniger. Gibt aber die Möglichkeit hier bei Feldkursen zum Beispiel, oder hier geht jetzt zwar nicht, aber vielleicht beim Bestehen oder aktuell nicht fahren. Na, hier kommt es einstellen jedenfalls. Wo man es hier vielleicht machen muss.
Weiter geht's auch nicht. Gut, irgendwo müssen wir gehen. Muss ich mal irgendwann mal suchen. Aha, er ignoriert meine Einstellung und sagt schon Outdrive, das hat Vorrang. Okay. Wir fahren mal Hof 3 und dann haben wir auch hier heute die Folge aufgeschafft. Dann können wir gleich mal gucken, ob hier unser Mäh, unser. Oh, der ist fertig. Wahnsinn. Nächste, Ballen gepresst. Hab ich gar nicht gesehen. So, jetzt fahren wir zum Hof zurück. Und. Ja. Dann können wir beim nächsten Mal. Ja, alles hat nicht genommen, ist klar. Macht der eh nicht alles, aber. Das können wir noch mitnehmen, dann können wir noch einen Ballen voll. So. V und B. Ich will hier später bauen, ne? Zwar meine Garagen. Vielleicht noch eine Schafweide, mal sehen. Komm, 1% noch. Ne Quatsch, 4. Dann haben die bald quasi mit leer. Ups, genau. Das so funktioniert, ne? Ja, die Technik ist ausgereift, kann man so sagen jetzt. Und fertig. Garantiert sind einige Ballen hier abgehauen. Von gehe ich aus. Der ist liegen geblieben. Schön. Werden wir irgendwann wieder finden. Ein Arbeitskollege braucht die ja nicht, da bin ich keine Gefahr. Und zweitens werden wir uns gegenseitig eh nicht beklauen. So, was haben wir jetzt Zeit? So, schau, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns dann am Freitag. Vielleicht müssen wir früher als 20 Uhr mal sehen. Wegen Livestream. Tschüss. Hab nämlich Frühschicht und da ist nämlich, bin früher zu Hause. Und dann muss ich meinen Kollegen Zeit hat. Ciao.